Die Turngemeinde in Berlin lud am vergangenen Samstag zur Tipp-Olympiade anlässlich der 170. Jubiläumsfeier und der Stadioneinweihung am Columbiadamm ein. Der heutige Höhepunkt und Abschluss dieser imposanten Entwicklung war die Einweihung eines komplett sanierten neuen Stadions, das ursprünglich in den 30er Jahren errichtet wurde, aber inzwischen durch intensivste Nutzung marode geworden war. Die Sanierung sei notwendig gewesen. Nicht nur das Stadion wurde modernisiert, ein neu angesiedelter Naturrasenplatz wurde ebenso eingeweiht. Die Freude der rund 6000 Mitglieder der Turngemeinde in Berlin konnte man schon gar nicht mehr übersehen. Es ist immer in Zeiten von Schwierigkeiten, in Berlin vor allem, einen Bau so hinzukriegen in der Zeit mit der Finesse. Also das ist schon großartig, wie sie es hingestemmt haben. Also das ist Hochachtung vor den Leuten. Zur Feier dieser Einweihung organisierte die TIP eine Olympiade mit zahlreichen Mitmachstationen für alle Altersklassen. Spaß und Teamgeist standen an oberster Stelle. Im Team hieß es dann, Punkte an den jeweiligen Disziplinen zu sammeln, um am Ende attraktive Preise gewinnen zu können. Die Atmosphäre ist erstaunlich gut. Ich meine, es regnet endlich nach all den Wochen. Ich bin ganz überrascht, dass so viele Leute da sind. Und ja, ist gute Stimmung hier, oder? Kann man sich nicht beschweren. Über die Stimmung konnte man sich nun definitiv nicht beschweren, denn als Highlight war auch der Diskus-Olympiasieger von 2016, Christoph Harting, dabei. Die TIP-Gemeinde feierte nicht nur die Einweihung der sanierten Felder, sondern auch gleichzeitig den 170. Geburtstag des Vereins. Normalerweise ist das kein klassisches Jubiläumsjahr, wenn man dort immer in 25er Schritte vorgeht. Aber nun haben wir im Zusammenhang mit der Stadioneinweihung gesagt, man soll die Feste so feiern, wie sie fallen. Und in 2018 sind es nun mal 170 Jahre. Mit 170 Jahren ist die TIP der älteste Verein in Berlin und Brandenburg. Trotz des schlechten Wetters ließen sich die Besucher nicht davon abhalten, diesen Tag zu feiern und nahmen auch zahlreich an der Olympiade teil.